Wir haben dem YouTuber Tom Supreme 15 Frauen beim Speed-Dating gegenübergestellt. Das ist Tom Supreme vs. 15. Ich bin da, ich weiß nicht, was ich mache, aber ich habe richtig Bock, Digga. Ich werde heute eine Frau küssen. Nein, Spaß. Ich bin auf jeden Fall am Start, Leute. Ich hab Bock. Let's go, bring die Frauen. Ich glaube, das ist genau das Gegenstück zu Hugo. Das genaue Gegenteil, Alter. Verdammt nochmal. Na? Mamacita. Was geht? Gut, und dir? Ich hab gefragt, was geht nicht? Wie geht's aber? Wie geht's dir? Weißt du, was das ist? Das ist ein Buzzer. Den drück ich mit der Nase. Bitte. Oh nein, oh nein. Okay, der war assi, der war assi. Ey, tut mir leid. Hallöchen. Hi, ich bin Bella, ich bin 25. Magst du mir ganz kurz deinen Arm geben? Welchen? Egal. Aber nicht irgendein, nein. Den mit der Uhr am besten. Ich habe schwitzige Hände. Danke, ist nicht so schlimm. Ich wollte nur kurz meinen Snack salzen. Nein, ich muss ehrlich sagen, du bist allein schon von deinem Erscheinungsbild top. Du hast voll, du hast voll das Sympathie-Lächeln, bin ich ehrlich. Und ich bin auch 25 geworden, deswegen ist es sehr sympathisch. Oh. Deswegen würde ich sagen, du bist weiter, ja. Perfekt, okay. Danke. Ja, du bist korrekt. Scheiße. Hi, ich bin Anna, 24, aus dem Allgäu. Und wenn du willst, kann ich dir auch meine echte Kuh zeigen. Eine Kuh? Ja, weißt du. Welche Kuh meinst du? Ja, im Allgäu gibt's auch Kühe. Ist dir kalt? Nein. Oh, you missed the joke. Ich hab dich nicht verstanden, erklär mir dir nochmal. Das ist eine Kuh? Ja. Und im Allgäu gibt's Kühe. Wenn du willst, ah, zeig ich zu dir eine kommen, echte Kuh. Ja. Okay, habt ihr im Allgäu auch viel Holz vor der Hütten oder wie ist das? Auch, ja. Finde ich gut. Ich mag Holz. Ultra sympathisch, finde ich super. Du bist weiter. Willst du die Schokolade noch nehmen? Boah, ich könnte jetzt was sagen, mache ich aber nicht. Egal, ja, ich nehme sie mal an, ja. Und danach dich auch noch. Ja. Ach du Scheiße. Also, mein Name ist Nadine. Ich komme aus Griffenbruich. Wo? Griffenbruich. Geil. Und was ich sagen wollte ist, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich noch mal reinkommen? Oh nein! Oh. Ach, scheiße. Das Dings, willst du mal eine Kuh sehen? Ja. Und die steht da hinten. Ja, doof gelaufen, ne? Oh, er ist so ruthless. Hi. Hi. Ich bin Hurricane, freut mich. Hurricane? Ja. Ist es dein echter Name? Nein, Künstlername. Was machen Sie beruflich? Ich bin Pflegefachkraft, aber ich mache Insta, mache ich auch ein bisschen künstlerische Sachen, Terrariumbau. Habe eine Zeit lang tätowiert. Ui. Ja. Jetzt was für Tiere? Ich nur um meine Tiere. Ich habe 9 Schlangen und einen Hund. 9 Schlangen? Ich habe eine. Und was tätowierst du? Ja, das, was sie halt wollten, meine Freunde damals. Was ist dein Lieblingstattoo? Einmal über meine Tiere. Loser. What the fuck? Loser Lover, ne? Nein, finde ich sympathisch. Du bist super. Ich finde dich super. Weiter. Hi. Hallo? Oh, hallo. Sophia, hi. Willkommen, hallo. Du riechst voll gut. Ja? Ja. Du auch. Kannst auch nochmal riechen, wenn du magst. Wo? Wo du willst. Dreh dich mal um. Okay. Dreh dich nochmal um. Ey, wollen wir mal Spaß? Warte mal. Du riechst. Nach deiner zukünftigen Ehefrau. Oh! Sie kommt auch nee. Bei jedem Format ist sie dabei. Wir kriegen sie nicht oder? Weg. Irgendwie, also, aber du hast Selbstvertrauen. Ich finde das irgendwie geil. Du bist weiter. Hey. Hallo. Hallo. Ich bin Pauline und wenn du eine Stadt wärst, dann wärst du Mainz. Ah, okay, Architekt, nicht schlecht. Ist gut, ich mag Mainz. Ich auch. Magst du Minecraft? Oh, oh mein Gott! kannst du mir vielleicht ein bisschen zeigen, beibringen? Weil ich spiel's selber nicht. Oh, nee, ich. Oh, okay, perfekt. Was machst du sonst so? Ich studiere Mediendesign. Was? Mediendesign, gut. Ja. Machst du auch Thumbnails? Würde ich hinkriegen. Kannst du auch cutten? Würde ich hinkriegen. Wie viel nimmst du? Sie hat nicht gesagt, wie viel sie nimmt. Aber du bist sympathisch, ich mag sie auch ganz gerne. Du bist weiter. Dankeschön. Aber nur wegen Karriere, ihr wisst. Hast du einen Kackbeutel dabei? Egal, mach. Hallo, mein Name ist Sascha, ich bin 21 Jahre alt und ich kann nicht flirten, aber ich habe dir einen Döner mitgebracht. Oh, was ist auf dem Döner drauf? Alles. Und auch Käse? Natürlich. Welche Soßen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ist er scharf? Ja. Gut. Soll ich den auspacken? Am Ende ist da Scheiß drin, wie bei Knossi, Digga. Sieht er gut aus? Nicht so gut wie du. Oh! Oh! Du siehst auch ein bisschen aus wie eine Praline, ne? Wieso? Wegen dem Ding da. Ja, kannst mich ja mal öffnen, wenn du magst. Ich mag Kölner Döner zwar nicht, aber ich mag dich. Das ist Düsseldorfer Döner. Mag ich auch nicht. Du musst weiter trotzdem. Alles super, aber den kannst du erstmal. Ich mach das später, oder? Ja, ja, ist klar. Wir machen das später. Hi, ich bin Janina, bin 24 und dachte, ich falle heute einfach mal mit der Tür ins Haus. Stark! Oh, yeah.
Der war Bammer. Aber die Tür fällt nicht, ich sehe die gar nicht fallen. Yeah! Boah, das war so knapp, Digga. Ey, du hast dicke Eier, ich feier dich mies. Aber kann ich jede Frau weiternehmen? Nee. Nee. Darf ich mehrere mit nach Hause nehmen? Nee. Bist du dominant? Find's raus. Oh, du bist dominant, ne? Wie alt bist du? 24 immer noch. Du bist 24? Ja. Du bist jünger als ich? Wann bist du geboren? 1998. Hm, welches Sternzeichen? Jungfrau. Oh, Jungfrau Maria, komm. Ach so, Sternzeichen? Ja. Jungfrau. Oh, Doppelbruder, oh mein Gott. Alter, die können das. Ich muss auch, das war geil. Du bist weiter. Danke. Hi, ich bin Lea. Ja. Ja, willst du mal was ganz Schönes sehen? Ja. Oh, ich wusste es, dass du mir. Ein Bild von dir. Eigentlich machst du doch lustigen Content. Ja. Was ist passiert? Fuck. Ah, ah, ich hab Krampf bekommen, Digga. Oh, mein Nass, ich glaube, er hat sich den Kopf angerissen. Hey. Ich bin Janina, 20 Jahre alt und so wie du aussiehst, hast du wohl nur auf mich gewartet. Mach doch ASMR! Warum habe ich auf dich gewartet? Weiß nicht, siehst du aus? Warum? Ja, warum, hä? Du siehst so wartend auch aus. Oh, 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 nein. Oh nein! Nein, 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 nein! Er wird dicht aufdrücken, er wird dicht aufdrücken. Ja. Drück S. Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Kannst du massieren? Ja. Ich habe böse den Krampf am Oberschenkel. Ich bin eher so haarkraulmäßig unterwegs. Welche Haare? Das kannst du dir ja selber überlegen. Warum hast du gerade runtergeguckt? Hab ich das? Haram. Schlimm, oh, ne? Haram. Oh, Haram. Mama. Hallo, Revi hat gesagt, wenn ich nicht mitmache, werde ich gekündigt, aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich gezwungen wurde. Es stimmt. Nein, 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 ich stehe dahinter, das stimmt. Wieso bist du froh? Wenn ich dich sehe, bin ich froh. Wieso? Weil du toll bist. Was findest du toll an mir? Du gefällst mir. Was findest du so hübsch an mir? Alles. Was hast du für Tattoos? Viele, ja. Mein Arm. Ist das eine Schlange? Ja. Für was steht die? Eine Schlange. Bist du eine Snake? Ja. Bist du böse? Mhm, nee. Nicht? Nee. Nein. Was machen wir jetzt? Ja, musst du wissen. Ich weiß gar nicht. Digga, ich hab's... Ja! Aber doch noch bei mir. Let's go. Hi. Hallo. Ich bin Lucy und ich habe eine Frage an dich. Ja. Kennst du dich hier ein bisschen aus? Nee. Gar nicht? Nee. Das ist richtig schade, weil ich hatte auf dem Weg hierher so ein bisschen Probleme mit meinem Auto und dem Navi. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir den Weg zu deiner Wohnung zeigen. Oh mein Gott. Stark! Lucy! Ja. Nein, das ist nicht stark. Seid ihr alle blöde? Was machen wir in der Wohnung? Ich weiß ja nicht, wie deine Wohnung so aussieht. Ich meine, wir könnten einen Film gucken. Ich kann was kochen. Ich kann richtig gut kochen. Was kochst du gerne? Italienisch sehr gerne. Was ist dein Lieblingsgericht? Saltimbocca selber zu kochen auf jeden Fall. Selber zu essen. Was ist Saltimbocca? Saltimbocca ist so, isst du Fleisch? Ja, das sag sind schnell. So ganz dünne. Ja, ich kenne es mit dieser Soße drauf. Aber was ja, ist mit Salbei und Speck oben drauf. Oh, habe ich nur schlechtes bis jetzt gegessen. Würde ich eigentlich gerne mal testen. Also ich habe nur gutes Feedback bekommen bis jetzt. Von wem? Von Freunden und von mir. Von vielen Männern auch? Ich habe das noch nicht für viele Männer gekocht. Eigentlich, also außer meinem Papa, glaube ich, für gar keinen. Zieh den Fächer an Land, Lucy! Ich liebe Essen. Ich mag dich. Ich möchte dich weiter haben. Das freut mich sehr. So, stark! Hallöchen. Hallöchen, ich bin Michelle, ich bin 21 Jahre alt und man sagt, alles, was man anleckt, darf man behalten. Darf ich dich anlecken? Nein, 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 nein. Oh, ja, also hier. Darf ich? Aber du bist... Na, da hält sie mehr rein. Du hast so viel Metall im Gesicht. Ja, ich hab insgesamt... Was machst du bei dieser Dings, wenn du am Flughafen bist? Was machst du da? Machst du alles raus? Nee, die sind nicht magnetisch. Zeig mal deine Beine. Was steht da drauf? The Cold Hit Heart. Was meinst du damit? Das ist das Album von Edo Sa, ja? Ja, nee, drück den Knopf. Ja, so. Die raucht auch Gras und so. Und hat Tumblr, weg. Bist du, stehst du auf den oder was? Nein, aber... Die steht auf den. Würde ich jetzt no nicht go. Sagen. Ich bin der einzige Star in deinem Leben. Oh, ich bin der einzige Star. Was sagt ihr bisher? Ey, ganz ehrlich, du stellst dich sehr, sehr gut an. Echt? Aber ja, muss auch sagen, du bist auch manchmal ein bisschen gemein, ne? Ja, manchmal war ultra kacke. Muss mich auch entschuldigen. So muss man ehrlich sagen. Ich wollte nur Unterhaltungswert liefern. Ja. Nein, aber ich war's da. Kurz und schmerzlos. Das war nicht persönliche sein. Ebene, oder? Nee, eigentlich nicht. Hast du einen Favoriten? Großer raus mit der Frau. Die Jeans-Dame haben sehr gut geweibt, nicht wahr? Die war korrekt, die war sehr lieb. Ja, und zwar kommen die Frauen jetzt so bei dir auf den Sessel mit, auf den Schoß so. Okay. Also die werden jetzt quasi sich zu dir auf den Stuhl setzen, auf den Schoß oder so auf die Armlehne, damit du auch so ein bisschen diese Experience hast. Diesmal hast du tatsächlich 30 Sekunden Zeit pro Frau. Ziel des Ganzen wäre es jetzt, dass du halt mit maximal 5 Frauen ins Finale gehst und dann davon eine am Ende auswählst. Ne? Bist du bereit? Ich bin ready, ja. Du bist der verfickte Weihnachtsmann. Du bist der verfickte Macher, Junge. Tom! Nein! Nein! Nein!
Hi, nochmal. Wo möchtest du dich hinsetzen erstmal? Wir machen einfach. Ja, machen wir mal so, oder? Oh, ich bin echt Dankeschön. Ich bin voll so schüchtern. Ich bin schüchtern, ich kann das alles gar nicht. Okay. Ich auch nicht, ich bin auch nicht gut im Flirten. Also. Wie heißt du nochmal? Bella. Und was du noch? Eigentlich? Tom bin ich. Ach ja. Sorry. Dings, was machst du so beruflich? Ich arbeite im Gericht. Oh! Tschüss. Ja, mit Schwerverbrechern und so. Also. Was bist du da? Ich bin Justizfachangestellte. Schreibst du mal mit? Mhm. Ich war schon mal vorm Gericht. Krass, was hast du gemacht? Kann man das sagen? Zu schnell gefahren. Zu schnell gefahren. Ich bin Das ist voll cool. Was? Du bist du hast ein richtig sympathisches Gesicht und ein richtig sympathisches Lächeln. Ich finde dich gut. Dich hätte ich gern weiter, ja. Dankeschön. Bis dann. Oh. Ja, okay. Verliebt! Hi. Passt das für dich? Nimm dir selbst mal mit dir auf Augenhöhe kommunizieren. Ja. Ja. Was hörst du so für Musik? R&B und sowas. Und du? Das klingt gut. Ja, Rock, R&B, Elvis, Johnny Cash, Linkin Park. Elvis? Boah, crazy Mixture. Crazy. Kannst du tanzen? Ich würde gerne swingen tanzen können, aber das muss man zu zweit machen. Kannst du Rock'n'Roll mit den Haaren machen? Ja, kann ich. Machen wir. Wow, das war voll gut. Hast du es öfters gemacht schon? Zuletzt auf Rock am Ring. Mich hat das ein bisschen erregt. Was? Du bist der Hurricane. Ich hätte gerne weiter, ja. Okay. Hallo. Hi nochmal. Du hast echt schöne Augen. Danke. Welche Dings hast du? Welche Farbe? Grün-braun ungefähr. Was haben deine Eltern so? Blau und braun. Du bist die Mischung also? Ja, quasi. Und wie lange hast du dich schon gefärbt? Oh, weiß ich nicht, 3 Jahre oder so. Was schmierst du da immer rein? Weiß ich nicht. Willst du jetzt Tipps haben für Haarpflege oder was? Willst du gerade dich mit mir streiten? Ja, okay. Können wir auch machen. Ja, schon vor dem ersten Date streiten. Ich glaube, er guckt auf den Wasser. Willst du den drücken? Ich kann es mit meinem Fuß machen, wenn du willst. Bitte. Okay. Der war wieder hart, sei ehrlich. Digga, ich will nicht so assi wirken. Hallo. Hi. Da bin ich wieder. Wie geht's? Gut. Und dir? auch gut. Sammelst du Blumen? Nee. Aber ich habe schon so ein paar Kleidchen mit so einem Blumentopf. Was für Kleider trägst du sonst so? Ganz unterschiedlich. Doch mal Reizwäsche. Also, Tom, jetzt wird aber gierig. Bestimmt, unter anderem. Wie war dein Name nochmal? Pauline. Wie alt bist du? 21. Und was? Digga, ich kann gar nicht! Ja, doch, ich finde dich gut. Ich hätte dich gerne weiterlassen. Ich mag die weißen Nails. Dankeschön. Ich hab keinen Fußfetisch! Digga, Julia, film doch nicht noch drauf. Ihr Schweine. Hi. Warte, bevor du was sagst, setz dich gerne hin. Ja. Ich bin nämlich ein Gentleman. Oh. Nee, richtig hinsitzen. Oh. Das ist ein bisschen zu viel. Okay, what the fuck? Was ist das jetzt? Das gedrehtes Format. Und wie trägst du das öfters? Ja. Warum? Ich mag den Stil sehr gerne. Ich finde es eigentlich echt gut, ne? Ja? Ja. Das freut mich, ich mag deinen Style auch. Dankeschön. Und wie alt warst du nochmal? 21. Wie hoch ist dein Bodycount? 0. Ja, und sonst? ich mag das, dass du dich wahrscheinlich aufhebst für den Richtigen. Das finde ich gut. Ich schätze dich sehr. Du bist weiter. Vielen Dank. Na? Möchtest du dich auch hinsetzen, oder? Ja, aber gerne hier. Da, oh, okay. Also wenn das okay ist für dich. Ja, passt. Gut. Wie alt warst du nochmal? Mitte 20. Das heißt? Man schätzt, was über 25? Nein. Welches Baujahr? Keine Sorge. Das ist das Gleiche. Was schätzt du denn? Ja, so 26 würde ich jetzt sagen. Kann ich auch drücken? Oh! Ah, jetzt weiß er, wo der Herr der Winden macht. Doch gerne. Nee, ich habe noch eine Frage. Was? Was sind deine Hobbys? Fußball, YouTube. Und du? Motorradfahren, Sport. Boah, cool. Zocken, Stream. Okay. Ich komme mit so dominanten Frauen nicht klar, die mit mir so streiten wollen. Irgendwie, also das heißt nicht, dass du jetzt mit mir streiten wolltest, aber wenn jemand mir so doll Gegenwind nimmt, ein bisschen finde ich es gut, aber manchmal ist es auch zu viel. Und gerade hatte ich das Gefühl, dass es mir zu viel war. Und du hast gesagt, du willst passen. Das war ja voll assi. Nee, aber das ist ja nur fair, oder nicht? Dann lassen wir dich doch entscheiden. Ich will aber jetzt nicht buzzern. Nein, das ist ein nett gemeintes. Na gut. Ich hab's gecallt, Lucy ist raus. Naja. Ja. Oh, komm. Na. Ja, okay. Na. Hi. Ist das der einzige Dance-Move, den du kannst? Nee, ich kann noch ein paar. Welchen noch? Ich kann den, ne? Und was noch? Den da. Was noch? Kannst du auch den? Ja. Ja, warte, ich werfe ihn zu dir. Ja. Ah, perfekt. Okay. Das Problem ist, ja. Ich habe dich ja schon mal gesehen. Echt? Und ich habe Respekt vor dem, was du mit deinem anderen willst. Also, mein Bruder vor Dings sagt man immer. Und da bin ich ich befürworte dieses System.
Deswegen kann ich dich leider nicht weiterlassen, obwohl ich dich sympathisch finde und deine Haarfarbe mir gefällt. Okay, ich weiß nicht, welchen Bruder du meinst, aber okay. Ach du Scheiße, dir schon beansprucht? Oh mein Gott. Oh, der Brüder mich hasst, der hat einen blauen Fleck. Hi. Hi. Ich fang gleich mal an. Sister before Mister, du hast Anna rausgewählt. Oh. Kein Geschmack. Oh. Vielleicht habe ich das verdient, ich mein's ernst. Beide oder keine? Beide oder keine? Anna, komm, ihr habt da... Hey Tom, jetzt mal ganz kurz. Wie fühlst du dich so in dem Moment? Ich bin so kacke. Nein, Bro, man merkt, du hast auch eine gewisse Dominanz, das haben wir schon gemerkt. Und Bro, hast du Nägel einen Fußfetisch? Gar nicht. Also bist du dir da ganz sicher? Nein, ich mag einfach nur, wenn gepflegte Füße, wenn die gut riechen. Ja, weil ja, aber das ist ja quasi ein Fußfetisch. Nein, also ist ja genau ein Fußfetisch. Nein, Digga, ein Fußfetisch ist, wenn du das sexuell begehrend findest, aber ich find's einfach nur gut. Bist du aber auch vom Ding her jetzt bereit für das intime Finale im Bett? Ja? Hey Löwe, ich will nicht, dass du jetzt deine Traumfrau holst, ja? Aber irgendwie fühlst du dich auch hier sehr wohl, kann das sein? Ich weiß gar nicht, wo ich mich mehr hingezogen. Nein, hör auf, Digga. Edelsau. Okay, dann nicht. Tom, du machst das denn, Junge. Let's go! Auf geht's! Ja, Baby! Ich bin halt aber wirklich müde, das macht's halt unfair, ne? Kann ich mich dazu setzen? Setzen? Das ist ein Bett. Ja, und? Möchtest du dich nicht dazu legen? Ich hab keine Schlafklamotten an. Wie schläfst du sonst? Mit Schlafsachen. Ich schlaf nackt. Sonst, ne? Gut. Also bleibst du jetzt, oder? Aber dann hast du ja auch das Falsche an, oder? Ja, ich könnte es jetzt machen, aber ich weiß nicht, ob das den Rahmen sprengen würde. Das glaube ich auch. Den Rahmen. Okay. Was ist so deine Typ Frau? Ich stehe auf ehrliche Frauen. Mhm, wichtig. Mhm. Klar. Ich stehe auf ein bisschen verrückte Frauen. Klingt gut. Nein. Ah, ich dachte, das ist jetzt soweit. Okay, war ein Spaß. Ich glaube, das braucht noch 20 Dates. Nein, chill. Wie ist es bei dir? Ja, auch jemand mit einem guten Charakter, ehrlich, Loyalität, treu. Wie sah dein Ex-Freund aus? Beschreib den mal. Ja, hatte Bart. Hab ich auch. War gleich groß wie ich, so. Schlank. Bin ich dein Typ, Mann? Aber er hat halt nicht die Loyalität. Und bin alles, ich dein Typ, Mann? Hübsch besser, ja. Find ich auch gut. Ja, ja. Oh, ja. Yeah. Dann zieht sie ihren Hut vor ihm, oder was? Bist du loyal? Loyal, auf jeden Fall. Ich probier's nochmal. Ich glaube, wer Contra K feiert, der muss auch loyal sein. Was? Ich glaube, wer Contra K feiert, der muss auch loyal sein. Bist du Contra K-Fan? Unter anderem, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Contra K und mir, wen würdest du nehmen? Contra K ist ein ehrlicher Mann und ich gönne ihm seiner Frau die Beziehung, deswegen. Deswegen würdest du ihn nehmen? Nein, deswegen würde ich ihn nicht nehmen. Ich gönne uns, dass er loyal ist zu seiner Frau. Und? Ja. Gut, bis später. Hallo. Hä? Wo läufst du lang? Kannst du mal drüber rutschen? Ich bin lieber so auf der Seite immer. Okay. Oh. Bist du eine Linksschläferin oder was? Ja, irgendwie schon. Ja. Wie schläfst du sonst immer? Also angezogen, oder? Ja. Ja, aber wir müssen ja auch gar nicht so viel über meine Unterwäsche sprechen. Ja, wir können ja mal was anderes sprechen. Dann sag mir was. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Spielst du Minecraft? Ja, nee. Okay, ich habe von dem Rizmaster gelernt, deswegen das wollte ich dich halt fragen. Ja, also da muss ich jetzt, also das ist jetzt, also da kann man sich auch mal was von abgucken. Aber wir können ja was anderes machen, wir können nach Mainz fahren. Was machen wir da? Weil mein Anmachspruch eben war mit, ne, weißt du, dass wir nach Mainz fahren können. Dann, du bist mal, nee, okay, das wird nichts okay, mehr. Mach Stopp, das wird ja, nichts mehr, bisschen. Das wird nichts mehr, ja, Stopp, ja das war's. Okay, tschüss. Hallo. Hi. Ich setz mich mal dazu. Weißt du, was ein bisschen gefährlich ist? Was? Mit so einem Pralinen-Ding ins Bett zu gehen, das ist halt schon verleitet dazu, das auszuziehen. Nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber es verleitet dazu. Komm auf keine Ideen. Was heißt das? Ich würde jetzt ungern ausgezogen. Nein, das war nur metaphorisch. Hallo, so man denkt, okay, und was sind deine Lieblingstiere? Ich mag Katzen sehr gerne und Schlangen. Warum Schlangen? Also nicht die großen, sondern die kleinen Babyschlangen, zum Beispiel ganz weiß. Okay, sehr gut. Und wie groß sind die kleinen Schlangen dann? So. Das sind kleine Schlangen. Ja. Was zeigt ihr jetzt? Worum geht's? Schlangen, kleine Schlangen. Es gibt kleine Schlangen. Ich hatte mal eine, die hieß Marshmallow und die ist gestorben. Meine heißt Willi. Oh mein Gott. Was hören Sie für Musik? Was hörst du für Musik? Alles Mögliche tatsächlich. Zum Beispiel? Zum Beispiel gerne K-Pop. K-Pop, das mag ich. Kannst du es auch tanzen? Leider nicht. Bist du, woher kommst du? Meinst du jetzt meine Nationalität? Nee, kommst du aus Köln oder was? Nee, Köln. Trefft ihr euch auch immer so an so Plätzen und tanzt Nein, dann alles zusammen? Ich kann das gar nicht, ich mach das gar nicht. Und was findest du dann toll? Ich mag die Musik. Das ist mehr das K oder mehr das Pop? Mehr das Pop. Ich bin so schlecht. Ja, da war nicht so der Austausch zwischen den beiden. Das war so ein bisschen so irgendwie. Hi. Servus. Tom war es, ne? Ja, und du? Ah, Bella, hi. Bella Hadid, ja. Magst du die? Die ist schon wild. Ich feiere dein Tor übelst. Ehrlich? Danke. Du gehst so ins Solarium oder so? Nee, das ist mein natürlicher Auto. Also ich bin ein bisschen dunkler als... Welche Wurzeln hast du? Komplett deutsch.
Echt? Kein Scheiß, ja, wirklich. Oha, krass. Aber woher kommt diese Bräune? Von meinen Eltern, I guess. Ich weiß nicht so. Kein Plan. Nee, okay. Okay. Was ich dir sagen wollte, ganz kurz, ich feiere deinen Style extrem. Echt? Ja. Ich weiß auch, du kleidest dich auch voll leger so. Mega leger. Und du hast voll den, du bist sehr selbstbewusst, feier ich auch. Was sind das für Schuhe? Guess. Ja, ist ein bisschen. Krass, für was steht das hier? Ein Kuss! Was? Hast du das gehört? Nee. Okay. Was denn? Alles gut. Was machst du morgen um 12? Ich glaube, ich muss kurz mal. Ihr Schweine, Digga! Okay, nein, was ich morgen mache? Was machst du morgen um 12? Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ach so, ich dachte, wir kaufen Supreme. Checkst du? Ach, weil ich Tom Supreme bin. Aus. Muss man sich jetzt hier küssen in der Show, oder wie läuft es? Bitte? Okay, warte, komm her. Nein! Mann! Ja! Ja! Komm her. Ja! Komm. Du würdest jetzt... Mann? Nein! Mann, denk, ich hab geküsst, ihr Schweine! Ey, ich hab damit nicht gerechnet, ne? Ich weiß selber nicht, was ich hier gerade getan habe. Hast du noch so am Schirm, was du gerade getan hast? Ich weiß, ich bin... Du, also, das ist einfach so passiert, ja? Das ist wirklich so... Manchmal, ich möchte mich entschuldigen, falls ich irgendjemand verletzt hab. Ja, aber... Ja. Jetzt habt ihr eine wunderschöne Zeit. Und es ging dir ja auch tatsächlich schon immer darum, die große Liebe im Leben zu finden. Richtig. Ich denk mal, die wirst du heute auch mitgenommen haben. Hast du eine Entscheidung getroffen? Ich hab eine Entscheidung getroffen. Es fällt mir sehr schwer. Es fällt dir sehr schwer? Ja. Wir machen das Bett für euch sofort frei. Wir gehen, ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Decke drüber, auf Wiedersehen. Hört sich gut an? Ich fange mal an bei der lieben Dame Sascha. Ja? Leider. Sascha. Perfekt. Wir machen weiter mit Pauline, war das? Ja. Pauline, wir haben nicht im Finale gematcht. Ich habe davor schon gemerkt, ich hatte eine tolle Spannung mit dir. Ich hatte das Gefühl, dass wir auf einer... Du hast die ganze Zeit auf ihre Füße geschaut. Richtig. Ja. Aber am Ende hat es mich doch nicht erreicht. Jetzt das große Finale. Ich muss mich entscheiden zwischen zwei wundervollen Damen. Hurricane, ich muss sagen, von Anfang an... Hurricane und Bella, by the way. Richtig. Beide sehr außergewöhnliche Namen. Ich muss sagen, Hurricane hat mich seit Sekunde 1 verzaubert und eigentlich wollte ich sie die ganze Zeit haben, bin ich ehrlich. Okay. Aber am Ende hast du mir gesagt, dass du Contra K mehr magst als mich. Hä? Hab ich gar nicht. Doch, das hast du. Innerlich hab ich's gesehen. Und deswegen ist die Gewinnerin. Bella hat die. Macht's euch hier bequem, wir machen hier das Bett frei. Alles gut. Wir sind raus. Das war's von der wunderschönen Folge von 15 Versus. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Checkt auf jeden Fall alle Leute in den Kommentaren, in der Videobeschreibung ab. Tom und alle Frauen sind natürlich auch verlinkt. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.